Meine Freunde, was ihr hier seht, ist der Beginn einer neuen Ära. Dann habt ihr wirklich geglaubt, dass diese drei Idioten uns jemals einen Schritt voraus sein können? Ivan Kiev, pff, Lucky Kid, bitte. Pete Bouncer, come on. Habt ihr wirklich geglaubt, dass ein John Klinger oder ein Chris Cool oder ein Pete Bouncer jemals der Leader of the Pack war? Habt ihr es wirklich geglaubt? Von Anfang an war Rice meine Idee. Weil ich war mal hungrig. Ich wollte mal mehr, ich wollte mal mehr. Doch Leute hielten mich auf. So suchte ich nach Leuten, die Hunger haben. Nach Leuten, die wissen, was man tun muss, den nächsten Schritt zu gehen. Und ich umgab mich mit Verlierern, mit Schwäche. Also musste ich sie loswerden. Und ich suchte mir hungrige Leute, da meine Freunde, niemand jagt aggressiver und fokussierter, als wenn er hungrig ist. Und was ihr hier seht, meine Freunde, ist der vielleicht effektivste WXW Shotgun-Champion, Marius Alani. Der Bidet of Professional Wrestling. Und bei 18th Anniversary meißelt es in Stein. Schreibt es auf. Ruft euren Nachbarn an und erklärt ihm, was passieren wird. Denn der Mac und ich werden WXW Tag Team Champions. Das, meine Freunde, ist die neue Ära. Wir sind Rice.